Job, der wird mitunter nicht befördert, sondern kaltgestellt. So ist es 4 Steuerfahndern in Hessen ergangen. Sie zählten zu den Besten ihres Fachs in den 90ern und entlarvten erfolgreich Steuersünder. Doch die hessische Landesverwaltung, die schickte die 4 in den Ruhestand aufgrund von psychiatrischen Gutachten. Erst spät wurden die 4 komplett rehabilitiert. Wir haben einen von ihnen getroffen für unsere Rubrik weitergedreht. Früher hat er Steuerbescheide geprüft. Heute kontrolliert er Fahrschulbögen. Marco Wehner arbeitet jetzt als Fahrschullehrer und selbstständiger Buchhalter. Aber das macht er nicht, weil er kein Steuerfahnder mehr sein wollte, sondern weil er für dienstunfähig erklärt wurde. Für psychisch krank, durch ein Gutachten in Auftrag gegeben vom Land, das sich als fehlerhaft herausgestellt hat. Es ist heute nichts mehr so, wie es damals war. Man hatte eine ganz andere Vorstellung gehabt, wie man sein Leben gestaltet. Und man wird eben, im besten Alter, das heißt im besten Arbeitsalter, wird man mitten rausgerissen. Und so, dass man einfach sagen kann, es wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Und man fällt erstmal in ein Nichts. Rückblick, Frankfurt, Mitte der 90er Jahre. Die Steuerfahnder Marco Wehner und seine Kollegen, das Ehepaar Feser und Rudolf Schmenger, ermitteln erfolgreich gegen Steuerhinterzieher und gegen Banken, die dabei geholfen haben sollen. Doch dann werden den Steuerfahndern laut Dienstanweisung wichtige Fälle entzogen. Die Beamten beschweren sich. Später werden sie versetzt. Sie fühlen sich abserviert und gemobbt. Doch es kommt noch schlimmer. Ein Psychiater prüft ihren Geisteszustand. Der erstellt Gutachten über alle 4 Steuerfahnder, bescheinigt ihnen paranoid-querulatorisches Verhalten. Die Beamten werden in den Ruhestand versetzt. Mehrere Gerichte stellen fest, die Gutachten waren falsch. Was wollte man denn damit eigentlich erreichen? Wollte man denn jetzt hier einfach nur 4 Beamte mal als Zeichen mundtot machen? Und über welche Art und Weise hat man das denn getan? Über welche Psychiatrisierung, einhergehend mit dem Dienstherrn? Wurde hier politischer Einfluss genommen und die 4 Steuerfahnder bewusst aus dem Dienst gedrängt, um Steuerhinterzieher zu schonen? Dieser Frage sollte 2010 ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag nachgehen. Die FDP, damals in Regierungsverantwortung, resümiert heute: Was wir feststellen konnten, war, dass es keine politische Einflussnahme in irgendeiner Form auf die Pensionierung der Beamten gegeben hat und auch, dass vor Ort in das Geschehen nicht politisch eingegriffen wurde. Die SPD sieht das bis heute anders. Das Ganze könne sehr wohl politisch motiviert gewesen sein. Diejenigen, die in die Ruhestandsversetzung am Ende eingeleitet haben, war sicherlich nicht der Minister. Das läuft in einer Verwaltung viel indirekter und viel verschleierter, als dass man dann mit einem Untersuchungsausschuss dieses dann auch nachweisen kann. Die CDU dementiert das, hat den Vorgang zwar bedauert, aber sich bis heute nicht entschuldigt. Das Finanzministerium hat den Steuerfahndern angeboten, in den Dienst zurückzukehren. Die Türen stünden offen, so der Finanzminister Schäfer. Doch die zur Konkretisierung und Abstimmung der Beschäftigungsmöglichkeiten angebotenen Gespräche wurden von den Betroffenen allerdings bisher leider nicht wahrgenommen. Die Grünen waren damals scharfe Kritiker der CDU. Heute sehen sie aber nicht mehr die Regierung in der Pflicht, sondern die ehemaligen Steuerfahnder. Sie beziehen ja jetzt Ruhestandsgehälter, sind aber arbeitsfähig und demzufolge sollte der Steuerzahler für sein Geld, was er bezahlt, auch Arbeitsleistung bekommen können. Das heißt, die Frage, inwieweit sie aktiv wieder eingesetzt werden können, stellt sich schon. Doch für Marco Wehner und seine Kollegen ist das Angebot der Landesregierung bislang nicht akzeptabel. Denn es berücksichtige mögliche Beförderungen und Gehaltssteigerungen der letzten Jahre nicht. Es hieß ganz klar, also ihr werdet wieder nur so eingruppiert, wie ihr damals gegangen seid. Warum führt man diese Gespräche so, wie man sie geführt hat? Doch einfach nur, weil man sie vielleicht führen muss, um eben den Schaden, der entstanden ist, hier vielleicht möglichst gering zu halten. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt wurde Marco Wehner im Dezember Schadensersatz zugesprochen, sowie auch den anderen 3 ehemaligen Steuerfahndern. Insgesamt 226.000 Euro soll der Psychiater zahlen, der die falschen Gutachten erstellt hat. Ist es so, dass man mal endlich mal obsiegt hat und man sagen kann, okay, das war der richtige Weg gewesen, es war der richtige Weg, dagegen zu halten und nicht alles zu schlucken, was eben die Obrigkeit einfach weitergibt. Heute sei er wieder glücklich, sagt der 45-Jährige. Er will die Vergangenheit hinter sich lassen, das Kapitel zuschlagen
und einfach nur nach vorne schauen. Musik.